Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen zur Klickparade. Wie erhellen Sie sich eigentlich den doch recht trüben Endjanuar? Viele tun das mit, nicht mit Kerze und Tee und Kuschel, Kuschel und so. Viele tun das wollüstig mit jeder Menge Ekel. Platz 5 erreichte nämlich ein Bericht über das Dschungelcamp. Sonderbarerweise lief der in der Politik. Wie auch immer, Käfercocktails und Badewannen mit Kakerlaken sind nach 4 Staffeln nicht mehr die großen Aufreger und nicht mehr die großen Bringer. Das hat RTL auch festgestellt und noch einen Zickenkrieg initiiert und hineingebracht in die ganze Geschichte. Am Ende flossen dann Tränen und das Publikum war glücklich. Bis zu 8 Millionen Zuschauer verfolgten diese Lästerhöhle im Dschungel. Beim Medienspaß können wir bleiben. Am vierthäufigsten klickten unsere Leser eine Geschichte aus dem Ressort NZ Plus an. Der Nürnberger Markus Gangloff trat gegen Stefan Raab in der Show Schlag den Raab an. 2 Millionen Euro galt es zu erbeuten, doch Markus, der Gymnasiallehrer, verlor. Wir armen Franken. Echt nachrichtlich ist Platz 3 von der Wirtschaft besetzt. Prompt hatte Siemens die im Herbst aufkommenden Gerüchte dementiert, wonach das deutsch-französische Atomgemeinschaftsunternehmen Areva NP komplett an die Franzosen gehen soll. Nun, keine 3 Monate später, ist es aber genau so. Siemens hat den Ausstieg aus der Partnerschaft bekannt gegeben, Verhandlungen über neue Kooperationen sind aber bereits geplant. Zudem war in Medienberichten spekuliert worden, Siemens könnte sich mit dem russischen Staatskonzern Atomenergoprom zusammentun. Schnuckelig und kuschelig sind sie wirklich nicht, die Reptilien. Obwohl ihre Fans das natürlich finden, auch im Netz, denn der Bericht über die Reptilienausstellung am vergangenen Wochenende hat massig Klicks eingebracht. Wie es war und mehr, mein Kollege Marco Puschner aus der Lokalredaktion erzählt es uns. Marco, schön, dass du da bist bei uns und uns was über Reptilien erzählst. Wer geht denn eigentlich in so eine Ausstellung in der Meistersängerhalle? Sind das junge Familien oder junge Wilde oder so Freaks? Es waren vor allem Familien da, also gerade sehr viele Kinder. Das sieht man, dass die Ausstellung vielleicht auch so einen pädagogischen Charakter hatte. Also die Kinder waren sehr begeistert. Und man muss sagen, dass insgesamt auch sehr viele Leute einfach da waren. Also das war ein richtiger Publikumsrenner. Also haben sich richtige Schlangen an den Kassen gebildet, passend zu den Schlangen in der Ausstellung dann. Apropos Schlangen, neben Schlangen gab es ja auch Warane, Vogelspinnen, Skorpione, Alligatoren. Ich habe mir das etwas notiert. Wie werden denn die Tiere gehalten? Hast du den Eindruck, dass denen geht's gut? Ja, also die so tierethische Fragen stellen sich bei solchen Themen natürlich schon immer. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass die Echsen und Alligatoren das alles relativ gelassen auf sich nehmen. Und man muss auch sagen, die Ausstellung gemacht haben, die Familie Spindler, die sind also alle mit Reptilien aufgewachsen. Deshalb will ich da jetzt auch nicht so moralisch quasi auf das Thema zugehen, sondern ich denke und hoffe, dass die schon wissen, wie man mit den Echsen umgeht und mit den Tieren. Aber die ethische Problematik stellt sich schon. Wo kommen denn die Tiere her? Sind die Leihgaben aus Zoos oder sind das alles, ist das Privatbesitz? Das oder? Ist Privatbesitz. Also das ist gewissermaßen ein Reptilienunternehmen und die züchten die selber und geben sie zum Teil an Tiergärten ab und behalten sie zum Teil dann auch bei sich. Also manche Tiere gehen dann auch tatsächlich in Zoos? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis speziell zu Tieren? Wie war die Nacht danach? Ruhig oder eher so ein bisschen krabbelig? Die war sehr ruhig. Also ich fand es selber sehr faszinierend. Es waren auch Tiere dabei, von deren Existenz ich vorher gar nicht wusste. Also ein Tomatenfrosch oder ein Stirnlappenbasilisk und solche Geschichten. Also insofern, ich fand es sehr faszinierend und ich mag Tiere sehr gerne. Also insofern war das ein richtiger Termin für mich. Super. Wie sieht denn ein Tomatenfrosch aus? Nur als Der ist rot. Also sonst wie ein normaler Frosch eigentlich, aber rot. Eher mittelgroß, also eher so. Nicht so ein Riesending. Also. Okay, also dann, Marco, du hast weiterhin mit Tieren zu tun, denke ich auch immer wieder, Tiergarten zusammen mit der Ute Wolf. Ich wünsche dir noch viel, viel tierischen Spaß. Ja, danke. Und auf alle Fälle hier bis bald. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Der Ausblick auf den vergangenen Samstag bescherte dem Sportressort mal wieder Traumklickquoten. Rückblick und Vorblick auf die Zusammentreffen unseres Clubs mit dem Karlsruher SC faszinierten die Leser. Wie es ausging. Boho. Mit wieder getrockneten Tränen sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Sie informieren sich durch die NZ auf Papier und polstern Ihr Hintergrundwissen auf. Und ich beobachte Ihre Klicks. Bleiben Sie neugierig. Tschüss.